Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Project Zomboid. In der letzten Folge haben wir gemerkt, dass wir Tischlereiz mittlerweile hoch genug haben und haben mal die ganzen Bücher gelesen und so. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt gleich, also jetzt essen wir erstmal, ne, der Topf steht hier noch und braucht noch ein Weilchen. Ich hätte vielleicht ein Buch mitnehmen sollen, dann hätten wir die Zeit sinnvoll nutzen können. Jedenfalls würde ich sagen, dass wir jetzt noch die zweite VHS-Kassette schauen mit Woodcraft drauf und damit dann die Tischlerei vielleicht sogar nochmal eine Stufe höher kriegen. Müssen wir mal gucken. Und dann machen wir uns mal dran, die Wasserversorgung auch im ersten OG quasi sicherzustellen. Ne? Also dass wir da dann auch noch, da brauchen wir noch ein bisschen Holz für. Würde ich sagen, das holen wir uns diesmal nicht aus dem Wald, sondern aus der Nachbarschaft beziehungsweise hier aus dem Gebäude selbst, indem wir Sachen auseinanderbauen, weil damit skillen wir nämlich Tischlerei auch gleich nochmal ein bisschen. Und dann haben wir, denke ich mal, sowohl einen guten Tischlerei-Skill als auch nochmal eine bessere Wasserversorgung. Wir haben, ich muss mal gucken, wie viele Müllsäcke wir noch haben, aber in der Küche hätte ich auf jeden Fall gerne Wasser und dass wir vielleicht vorne mal gucken in diesen Badezimmern, in den kleinen. Vielleicht reiße ich da auch eine Wand ein, dann machen wir ein bisschen größeres Badezimmer draus. Dann können wir mal gucken, ob wir noch eine Badewanne irgendwie einbauen können im Laufe der Zeit und so. Dann machen wir es uns hier richtig, richtig schön gemütlich. Ich glaube, man kann nicht baden, aber ich stelle mir das halt geil vor im Winter. Da ist es halt schon ganz schön, wenn man irgendwie von draußen kommt, total durchgefroren ist. Und dann nimmt man so ein schönes, heißes Bad. Und liegt dann eine Stunde drin, bis man an nichts mehr anfassen kann, weil die Hände so verschrumpelt sind. Da man ist wieder so bis auf den Kern aufgewärmt. Das ist richtig toll. So. Gutes Feuer machen wir aus. So, und den Eintopf nehme ich jetzt mal mit rein. Der kommt jetzt in die Schüsseln. Wir haben so Schüsseln. Ich habe extra bei den letzten Runs ein bisschen Schüsseln geholt. Die nutzen wir jetzt einfach mal. Dann können wir nämlich ein bisschen den Eintopf separieren voneinander. Gucken wir mal. Hier zweimal. Hä, haben wir nur drei? Wir hatten noch vier Schüsseln. Habe ich die andere hin? Oh nein, habe ich jetzt wirklich nur drei Schüsseln? Oh, das ist ja ärgerlich. Na gut, dann esse jetzt mal, dann mache ich es anders. Dann esse ich jetzt ein Viertel. Und hoffe, das bringt schon einiges. Boah, hält sich in Grenzen. Ich esse nochmal ein Viertel. Und dann machen wir aus dem Rest nämlich zwei Schüssel mit Eintopf. Dann können wir den Topf nämlich direkt wieder rausstellen. So, hier. Zwei Schüssel mit Eintopf. Und die können wir jetzt nämlich in den Kühlschrank stellen. Und den Topf zum Wasser auffangen stelle ich direkt wieder raus. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch alles auseinanderbauen können. Ich fange unten vielleicht an, also hier hinten in den Räumen, da sind wir sowieso eigentlich nie. Fange ich hier vielleicht erstmal an, die Sachen auseinanderzunehmen, weil die brauchen wir eher selten, sage ich mal. Wir haben aber auch nur für einen neuen Wasserbehälter die Müllsäcke, ne? Vielleicht machen wir demnächst nochmal eine kurze Tour durch die Nachbarschaft. So, der Topf kommt erstmal dahin. Was machen die Kohlköpfe? Die sehen fast aus. Ne, erntebereit. Ich wollte gerade sagen, die sehen aus, als wenn sie schon eine Stufe weiter wären, aber das sind sie noch nicht. Wie sieht es hier aus? Das füllt sich auch langsam mit Wasser. So. Perfekt. Gott sei Dank haben wir uns dafür entschieden, dass wir erst hier die Felder bestellen. Hier lagen doch mal mehr Leichen, oder? Krass, sind jetzt alle gedespawnt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das kommt jetzt überraschend. Ich hätte gedacht, die bleiben da tatsächlich alle und verfaulen dann. Was entfernen? Was stand da? Entferne? Ach so. Das war hier unten. Okay. So, die Nahrungsmittel, sage ich schon. Die Werkzeuge haben wir noch. Das heißt, wir können jetzt einmal hier rüber gehen. Ich fange mal. Hier haben wir natürlich eine ganze Menge Stühle. Ich fange vielleicht einfach hier mal an. So, hier drin. Kann ich das? Das kann ich nicht abbauen, ne? Na, nicht so wild. So. Oder sollen wir diesen Schreibtisch vielleicht mitnehmen nach oben?
dass wir den dann in unser Büro stellen, oder? Vielleicht machen wir das mit dem Schreibtisch, das heißt, den lasse ich erstmal stehen. So, Aktenschrank. Da brauche ich einen Lötkolben. Na, okay. Der hat gerade ein bisschen Party gemacht. Was kann ich denn abbauen? Tür? Nee. Nee, brauche ich überall einen Lötkolben für? Außer beim Schreibtisch, aber den wollen wir behalten. Aber dann kann ich hier mal mit den Bänken anfangen. Du, du, du. Einfach nur ein bisschen Tischlereiskillen, ein bisschen Holz bekommen für oben. Wir brauchen 15 Bretter für die Treppe. Und dann brauchen wir nochmal, ich glaube, 4 für den Wasserauffangbehälter. Oder können wir jetzt vielleicht sogar schon Möbel, Regentonne? Wenn wir noch eine Stufe haben, können wir nämlich die großen Regentonnen bauen. Die brauchen nämlich genauso viel, glaube ich, oder? Ja, brauchen genauso viel, fassen aber dann halt 400 statt irgendwie nur 160. Das wäre natürlich, das wäre edel. So, hier brauchen wir auch einen Lötkolben. Ist da noch ein Müllsack drin? Ja. Und Flaschen sogar, geil. Können wir direkt Wasservorräte noch aufbauen. So. Du. Wir bauen die Bänke ab. Weg mit den Banken, den Bänken, sorry. Man merkt auch tatsächlich schon, dass wir schon ein bisschen erfahrener sind jetzt in Tischlerei, weil wir produzieren jetzt halt auch tatsächlich viele Bretter. Wenn man das mit Level 1 noch macht, also Level 1 Tischlerei oder Level 0 oder so, dann kriegt man quasi vom Abbauen von den ganzen Sachen eigentlich so gut wie nie Bretter. Das ist ein bisschen, kann ich den hier, den kann ich gar nicht abbauen, guck mal. So, was haben wir hier noch? Eigentlich nichts. Auch kein Müllsack oder so. Hier haben wir noch Bänke. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich diese 15 Bretter, die wir brauchen, hier schon, also für die Treppe allein, hier schon voll bekommen. Also wir brauchen 19, um dann auch direkt die Regentonne bauen zu können. Müssen wir mal gucken, ob das reicht. Okay, die lasse ich in dem Fall erstmal liegen. Dann baue ich hier mal noch ab. Und danach machen wir vielleicht für den heutigen Ingame-Tag zumindest, machen wir mal Feierabend. Weil wir sind schon echt müde und ich würde dann gerne noch diese eine Folge Woodcraft schauen. Dass wir dann den Boost gleich noch nutzen. Die Nägel und sowas nehme ich mal mit. Die Bretter packe ich nicht mehr. So. Das, was ich bisher habe, kommt erstmal hier hin. Komm ein kleines bisschen schneller, Minjung. Da haben wir 7 Bretter schon mal. So, hier machen wir zu. Hier zieht's. Und hier könnten wir eben dann schauen, dass wir vielleicht dann aus diesen 2 Bädern ein Bad machen. Macht sich immer ein bisschen besser. So. Und dann können wir hier in das werdende Büro, es ist ja noch nicht fertig, noch überhaupt nicht. So. Und dann gucken wir nochmal eine Folge Woodcraft. Hey, ihr Leute, ihr guckt Woodcraft. Ihr One-Stop für Heimimprovement. Das ist speziell für die Ladies unter euch. In my experience, Ladies love stairs. Warum? Warum mögen Frauen Treppen? Weil er immer. Okay. Ich glaube, wir haben die Folge schon geschaut. Kann das sein? Weil wir kriegen gerade überhaupt gar keinen Skill. Ich glaube, wir haben die Folge schon geschaut. Na, Kacke. Schade, ich hatte eigentlich gehofft, wir kriegen damit die 7 noch voll. Aber in dem Fall müssen wir doch weiter Sachen abbauen. Können wir noch? Komm. Die hier mache ich jetzt noch ganz kurz. Diese 3 hier. Und dann gehen wir schlafen. Muss ja auch vorankommen, ne? Also,
bevor wir dann wieder um 5 Uhr wach sind und am nächsten Tag dann um 22 Uhr wieder so müde. Irgendwie muss man diesen Kreislauf ja durchbrechen. So, wie viel gibt denn das eigentlich jetzt pro Tisch? Wir haben 1167. Ja, bringt gut 125 bringt es etwa pro Tisch. Das ist eigentlich ganz gut. Jetzt, und jetzt stellt euch mal vor, ohne diesen Boost. Weil wir haben ja hier so einen Boost von, 12. So ein Multiplikator von 12. Das heißt, normalerweise würde es so roundabout 10 Erfahrungspunkte geben. Und wir bräuchten 4500. Also müssten wir 450 solche Tische abbauen. So müssen wir zwar immer noch 45 abbauen, das ist immer noch recht viel, aber schon deutlich, deutlich besser. Deswegen immer schön die Bücher lesen davor. So, dann schlafen wir mal die Nacht. Nur war ja auch ein anstrengender Tag. Und guten Morgen, hallo Welt. Guten Morgen, Knox County. Wobei ich glaube, das heißt Country. Also ich glaube, die wollten so ein... Also die wollten Knox County, also dieses County in Kentucky ist das irgendwo. Wollten die, glaube ich, nachbilden sozusagen. Und dann haben sie aber gesagt, sie können es nicht County nennen. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, dann ist das hier Knox County. Aber irgendwie nennt es trotzdem jeder Knox County. Also inklusive mir, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Waren wir jetzt die... Hä? Wir hatten doch zwei... Ah, hier. Ach, da unten. Okay. Gut, dann bringe ich einmal kurz die... Na? Die VHS und sowas wieder zurück und die Wasserflaschen, dass wir ein bisschen mehr Platz haben, um Sachen zu transportieren. So. Eigentlich sollten wir hier die leeren Flaschen auch gleich befüllen, aber das mache ich ein bisschen später. Ein bisschen Vorräte haben wir so auch noch. Und dann können wir... Ich würde vielleicht mal in eins der Häuser oben gehen und dort mal ein bisschen Sachen abbauen. So, dann nutzen wir die Zeit und dann können wir dann irgendwann zum Mittag essen. Und wenn wir dann Mittag gegessen haben, dann können wir nämlich die... Erntebereit, immer noch erntebereit. Nicht samentragend, oder? Nee. Okay. Dann können wir nämlich den Nachmittag nutzen, um dann die ganzen Bretter und sowas herzutragen. Und dann kriegen wir heute Abend dann vielleicht nämlich auch schon die Regentonne noch hin. So. Ja, das ging schon mal schneller, Kollege, ne? Das müssen wir nochmal üben. Wie sieht es denn mit deinem Gewicht aus? 75, okay. Ja, wir müssen eigentlich viel mehr essen. Aber Gemüse ist halt auch so, das hat halt nicht so krass viele Kalorien, ne? So ein Sofa würde ich vielleicht mitnehmen. Guck mal da hinten, das ganze Blut ist schon so richtig krustig und schwarz geworden. Ekelhaft. Also die Stühle und sowas, die kann ich mal abbauen. Das kommt alles mal mit, also als Holz mit. Das Sofa würde ich vielleicht sogar tatsächlich gerne so ins Büro stellen, ins Werdende. Weil ich wollte schon immer irgendwann mal ein Büro mit einem Sofa drin. Ich glaube, das ist nämlich ziemlich cool. Hör mal, wer da hämmert. Gibt es jetzt so eine Titelmelodie? Wahrscheinlich schon, aber ich kenne sie einfach nur nicht. Aber früher war das irgendwie auch mehr mit solchen Heimwerker-Sendungen und so Bastelsendungen. Kennt ihr noch Art Attack? Das habe ich früher schon manchmal ganz gerne geschaut, wo sie dann so, hier haben wir 4 Tonnen Sand. Und dann plötzlich sind aus diesen 4 Tonnen Sand irgendwie so ein Schloss geworden. So aus Sandstein gebaut und keine Ahnung. Oder haben irgendwelche Bilder damit gemalt, die sie dann erst mit Kleber beschmiert haben und so.
Ist schon ein paar Jährchen her, aber das war eigentlich eine ganz coole Sendung, muss man schon sagen. Also. Aber gibt's sowas heute noch? So Heimwerker-Sendung oder Pimp My Ride, das ist ja nicht richtig Heimwerker, aber so Pimp My Ride, wo sie dann irgendwelche Schrottkarren oder zumindest mal normale Autos genommen haben, dann so aufgetunt haben, so richtig krass. Das war auch immer ganz cool, das habe ich auch ganz gerne geschaut. Aber ich glaube, heute ist der Trend eher hin zu so diesen Berufsdokus, diesen Berufsreportagen, so diese, die gefährlichsten Trucker der Welt oder sowas, also oder die gefährlichsten Trucker-Jobs der Welt, wo sie dann irgendwo über den Himalaya fahren und dann so der Truck so 3 Meter breit und die Straße aber nur 2,50 und deswegen müssen sie da ein bisschen durchzirkulieren und sowas. Das ist, glaube ich, heute eher so der Trend. Korrigiert mich gerne, wenn ich das falsch sehe. Und den Teppich, guck mal, den Teppich nehme ich auf jeden Fall mit, dann bringen wir mal ein bisschen Farbe bei uns rein. So, der wiegt ja auch nur eins. Den können wir direkt einpacken. Ich verstehe. Okay, das sind einzelne Stücke. Dann wiegen sie 6. So, kann ich hier... Okay, ich muss, glaube ich, erst das Sofa rüberbringen. Na gut, dann machen wir das zuerst. Oder auch nicht. Jetzt ist es nämlich kaputt gegangen. Ah, super. Dann nehmen wir den Sessel. So, geht es da rein? Sehr gut, das geht da rein. Auf jeden Fall, aber gut, wenn das Sofa schon nicht, dann können wir hier den Teppich trotzdem mal mitnehmen. So. Und dann ist, glaube ich, voll. Ich glaube, ein Brett kriegen wir leider nicht mehr mit. Kriegen wir noch was von einem... Also Nägel kriegen wir auf jeden Fall nur mit. Und unbrauchbares Holz. Na, wenigstens eins. So, dann bringe ich das mal kurz rüber. In unsere Hütte. Trainiert man damit auch, wenn man da über so einen Zaun springt? Also Sprinten trainiert man auf jeden Fall mit Rennen. Das weiß ich. So, dann legen wir erstmal diesen schicken orangen Vorleger. Der kommt jetzt mal ins Büro. So. Habe ich jetzt geschlossen. Objekt platzieren. Das, glaube ich, ist ein Mittelteil, oder? Ah, okay, mal. Verstehe. Man kann das anpassen, wie man es möchte. So. So. Jetzt möchte ich gerne auf die Seite. Kann ich das? Objekte im Inventar durchschalten. Ich muss mal ganz kurz Licht anmachen. Also hier ist hier die Ecke, oder? Sehe ich das richtig? Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir... Ach, weil der andersrum lag und jetzt kann ich das nicht mehr drehen, oder was? Okay. Also ich nehme mal den hier, weil der gehört dahin auf jeden Fall. Das ist ja ungünstig. So können wir den hinlegen. Guck mal. Oh, dann kommt er aber doch woanders hin. Dann kommt er eher ins Schlafzimmer. Guck mal. 3 Minuten drin und er ist schon gelangweilt. Also ganz ehrlich, in der Zombie-Apokalypse. So, oh nein, ich habe heute nur 4 Zombies getötet. Das ist ja ein echt langweiliger Tag gewesen. So, dann machen wir den hier hin. Einmal hier. Der kommt dann da runter.
Ich dachte, ich drehe das, aber ich habe das nicht gedreht, ich habe das durchgeschaltet, verstehe. Aber dann haben wir wenigstens im Schlafzimmer noch ein bisschen mehr Farbe. So. Ich würde das gerne ausschalten hier. Okay, dann müssen wir uns da nochmal nach dem neuen umschauen. Und diesen roten bequemen Stuhl, den können wir schon mal. Den stelle ich jetzt mal hier nebendran, oder? Weil hier kommt ja ein Tisch hin, von dem aus man da Fernsehen schauen kann. Und hier vielleicht noch ein Bücherregal, da so eine Pflanze ins Eck. Das wird sicher cool. So, dann renne ich gerade noch mal rüber. Beziehungsweise renne ich in der nächsten Folge rüber. So. Dann gucke ich jetzt mal noch ganz kurz nach dem Generator, wie lange der noch läuft. Hat noch Treibstoff für 2 Tage und 18 Stunden. Lichter, was sind. Also, ein Kühlschrank ist angeschlossen und 4 Eis haben Stillkühlschränke. Okay. Müssen wir demnächst mal auftanken. 2 Tage haben wir noch. Deswegen ist eigentlich noch nicht so wild. Aber nichtsdestotrotz, früher oder später müssen wir uns auch wieder drum kümmern. Da müssen wir Sprit holen, da brauchen wir den anderen Generator. Das wird dann ein bisschen umständlich alles. Aber was tut man nicht alles, um zu überleben in der Apokalypse in Knox County? Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne mal ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.